Herzlich willkommen zum vierten Teil des Dodo Spezialvideos 2.0. Was ihr alles aus Rubin craften könnt. Wenn ihr euer Menü öffnet und ein Rubin in eurem Tool habt, könnt ihr mit rechter Maustaste auf diesen Rubin draufklicken und könnt verschiedene Dinge bauen. Zum Beispiel eine Cord. Eine Cord als Dreibein. Die könnt ihr dann Höhen verstellen mit Bild auf oder Bild ab. Könnt ihr dann anpassen, wie ihr sie haben möchtet. Mit Q oder E könnt ihr diese nochmal ausrichten. Wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr bestätigen mit Leertaste und ihr fangt an, diese zu bauen. Nun könnt ihr an das AMG dran gehen. Ihr habt ein Z-Ring von 50 bis 1000 Meter. Wenn ihr das Mausrad dreht und die entsprechende Munition habt, könnt ihr Munition nachladen. Und könnt dann Fahrzeuge zerschießen. Dieses MG könnt ihr unterwegs aufbauen oder auch in eurer Base. Es bleibt auch über den Server Restart stehen und ihr könnt es nach dem Server Restart wieder abbauen und wieder aufbauen. Dafür geht ihr an das MG dran, Mausrad drehen, dann kommt eine blaue Schrift und dann könnt ihr es abbauen. Wenn ihr es abgebaut habt, könnt ihr es jederzeit wieder aufbauen. Irgendwo anders oder an derselben Stelle. Oder ihr braucht das Geld und wollt euch irgendein Fahrzeug kaufen, geht natürlich auch. Dann könnt ihr mit dem Rubin nochmal eine zweite Variante von der Cord bauen, das ist dann etwas bodennah. Das ist dann eher für unterwegs, um hinterm Gebüsch nichts entdeckt zu werden, um weniger Angriffsfläche zu bieten und. Ihr seht, von so einem leicht gepanzerten Fahrzeug ist sofort der Reifen weg, wenn ihr drauf schießt. Mit zwei Rubinen könnt ihr dann euch eine SPG-9 Stellung bauen. Das ist ein kleiner Raketenwerfer. Für diesen gibt es zwei verschiedene Raketenvarianten, einmal die HE und die AT. Die AT ist geeignet, um Panzerung zu durchschlagen und das Fahrzeug zu zerstören, also eher gegen gepanzerte Fahrzeuge. Und die HE-Variante, die ist sehr gut geeignet, um gegen Personen, mehreren Personen zum Beispiel vorzugehen. Damit kann man mit einer Rakete ein ganzes Team ausschalten.
So, jetzt haben wir die AT geladen. Ihr könnt dann nochmal ins Visier reingehen. Wie ihr seht, eine Rakete tut ein Fahrzeug schwer beschädigen bis zerstören. Wenn ich jetzt, das Fahrzeug war jetzt schon mal angeschossen, wenn ich jetzt nochmal auf das zweite Fahrzeug drauf schieße mit der zweiten Rakete, dann werdet ihr sehen, wie viel Schaden die dann macht. Da seht ihr, das Fahrzeug hat nur die Räder verloren, also ist kampfunfähig, der Turm kann sich nicht mehr drehen und ihr könnt das Fahrzeug sehr leicht übernehmen, indem ihr die Person rausschießt mit der entsprechenden Waffe. Dafür braucht ihr eine DMR und größere Kaliber. Wir gehen mal zu dem Fahrzeug hin. So, wenn ihr jetzt in das Fahrzeug einsteigt, in dem Turm seid, dann kann der Turm sich nicht mehr drehen, auch wenn man es versucht. Also in der Außenansicht im Turm, ihr seht, also ich kann mit F noch die Kanonen wechseln. Ich kann auch noch schießen, aber ich kann nur nach rechts und links gucken und den Turm nicht mehr drehen. In der Innenansicht, da passiert dann gar nichts. Fahrersitz. Dadurch, dass die Räder weggeschossen sind, kann das Fahrzeug auch nicht mehr fahren und ihr könnt dann leicht die Leute rausschießen. Vor allem, wenn die Leute diese Panzerklappen vorne offen lassen, geht es relativ leicht, weil das dann nur so Panzerglas ist wie beim Bottom. So, nun zeige ich euch, wie effektiv diese HE-Raketen sind gegen Personen. Ich werde jetzt auf den Panzer schießen und man sieht in der Entfernung einen Spieler vor Zombies weglaufen. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert, wenn ich auf den Panzer drauf schieße. Jetzt laden wir erstmal die Rakete. So. Und jetzt, wenn er vorbeigelaufen ist, schießen wir. Er war gerade noch sehr weit davon weg. Muss aber auch, glaube ich, noch ein bisschen hochzielen. So, jetzt habe ich den Panzer getroffen. Und man hat gesehen, der Spieler und die ganzen Zombies sind auch umgekippt. Die erste Rakete war zu tief gewesen. Und dafür, dass ich den Panzer getroffen habe und dass so viel drumherum die AIs und der Spieler umgekippt sind, ist es schon beeindruckend. Wir gehen da mal schnell hin. So, hier sieht man, wie weit der Spieler von dem Einschlag entfernt ist. Sind so vielleicht, ja, knapp 8 Meter, 5 Meter. Und die Zombies, wenn der Spieler hier gewesen wäre, wäre er auch tot gewesen wahrscheinlich. Das sind 16 Meter. Also die ist sehr gut gegen viele Einheiten, wenn man viele Einheiten ausschalten möchte. Dann ist die HE-Rakete die Top-Wahl. Mithilfe eines Rubins kann man sich auch noch ein Camp bauen. Dafür muss man auf den Rubin draufklicken, rechte Maustaste und dann klicken, dann hat man hier so einen kleinen Bunker, den kann man dann auch nochmal von der Höhe anpassen. Man kann mit Q und E drehen, wie man es braucht, und dann drückt man Leertaste, bestätigt und baut. Dies eignet sich hervorragend, um einen kleinen Außenposten aufzubauen, zum Beispiel wenn man eine feindliche Base angreifen will oder eine AI-Mission machen möchte oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ist dies ganz sinnvoll.
Wenn man hier in diesem Sandbunker drin ist, kann man mit dem Mausrad drehen, kann man hier wieder eine blaue Schrift bekommen und dann ganz das Ganze hier einpacken. Mit Hilfe von zwei Rubinen kann man sich nochmal einen größeren Sandbunker bauen. Der sieht dann so aus. Den kann man wieder mit Q und E drehen und mit Bild auf und Bild ab von der Höhe anpassen. Und mit der Leertaste bestätigt man zum Bauen. Viele Möglichkeiten, weil man kann bei diesem Sandbunker auch noch eine Etage höher gehen. Dadurch hat man einen besseren Überblick, falls, sage ich mal, ein kleiner Hügel oder ein Hindernis irgendwie die Sicht versperrt. So sieht man relativ viel. Man kann ihn auch abbauen, indem man hier nach unten läuft, Mausrad dreht und dann ihn wieder einpackt, wenn man auf die blaue Schrift klickt. Zack, habt ihr wieder die Rubine. Wenn ihr einen Obsidian habt, könnt ihr mit der rechten Maustaste auf diesen draufklicken und dann könnt ihr einen Bunker bauen. Mit der Taste Bild auf könnt ihr die Höhe noch ein bisschen anpassen, so wie ihr es haben wollt. Mit der Taste Q oder E könnt ihr den Bunker noch drehen und mit Leertaste bestätigen. So sieht das Ganze von innen aus. Wenn ihr ihn wieder abbauen wollt, dann dreht ihr das Mausrad und dann könnt ihr ihn wieder einpacken, wenn ihr auf die blaue Schrift geklickt habt. Dann könnt ihr noch mit dem Stein einen M2-Stellung als Dreibein aufbauen. Die könnt ihr dann wieder so drehen, wie ihr sie haben wollt. Der Höhe könnt ihr es auch anpassen und dann bestätigen mit Leertaste. So, dann laden wir es mal nach. Das Searing kann man von 100 bis 2 Kilometer einstellen. Dieses M2 kann man natürlich auch bis zum, also nach dem Surrey-Start und mehrere Surrey-Starter auch hinweg aufgestellt lassen. Wie alle Standbeine. Aber man kann es auch jederzeit wieder abpacken. So, dann haben wir den Stein wieder und für unterwegs würde ich zum Beispiel eher so einen kleineren, also einen flacheren aufbauen. Den drehen wir noch in die richtige Richtung, wie wir es haben wollen. So, bestätigen wir mit Leertaste. So sieht es dann aus, wenn man dran sitzt.
Laden wir die Munition ein. The Searing ist identisch. So, dann bauen wir das Ganze auch wieder ab. Und da habt ihr wieder den Stein. Mit Hilfe eines Saphires kann man sich so einen kleinen Bunker bauen, den man auch noch mit Bild auf oder Bild ab in der Höhe anpassen kann. Mit der Taste Q oder E kann man ihn noch entsprechend hindrehen und man bestätigt mit der Leertaste. Dann habt ihr hier unten so einen kleinen Bereich, ihr könnt dann natürlich auch hochklettern. Das ist ideal, um perfekt im Liegen zu schießen. Mit der Maustaste kann man dann wieder drehen und ihn wieder abbauen, wenn man auf die blaue Schrift klickt. Wenn ihr wieder auf den Stein draufklickt, dann könnt ihr ein Dreibein aufbauen von DSAKM. Ihr könnt ihn wieder mit Q oder E drehen, mit Bild auf, Höhe anpassen. Die Leertaste besteht hier zum Bauen. Diese Waffe ist von 100 bis 2 Kilometer syringbar. So. Dann könnt ihr es ja auch wieder abpacken. Für unterwegs würde ich eher so die flachere Variante aufbauen. Wieder die Richtung anpassen. Sitzt er wieder so cool an dem Teil dran. The Searing ist identisch. Und dann könnt ihr wieder das einpacken und dann habt ihr den Stein wieder. Mit einem Emerald könnt ihr einen Suchscheinwerfer bauen. Mit Bild auf und Bild ab könnt ihr die Höhe anpassen. Mit Q oder E könnt ihr ihn drehen. Und mit Leertaste bestätigt ihr zum Bauen.
So bedient er ihn. Und um den Scheinwerfer zu aktivieren, müsst ihr die Taste L drücken. Könnt ihr dann einfach so ausgerichtet leuchten lassen. Wenn ihr wieder abbauen wollt, könnt ihr das Mausrad drehen bis zur blauen Schrift und ihn einpacken. Ihr könnt natürlich auch über den Serial Start hinweg aufgebaut lassen, wenn ihr ihn für eure Base zum Beispiel haben möchtet. Ist auf jeden Fall sehr taktisch, praktisch, weil man kann den Gegner damit blenden. Also wenn man da reinguckt, dann sieht man gar nichts mehr.